Heute geht es bei mir um ein Thema, das wirklich sehr wichtig ist, aber wir nicht wirklich darüber reden oder auch nicht wirklich zuhören. Transgender. Und ich habe heute zwei wirklich tolle Damen bei mir, die uns wirklich einmal erzählen, wie der Weg für sie war, wie sie sich als Kind gefühlt haben und wie sie jetzt dahin gekommen sind, wo sie sind. Also wirklich eine ganz tolle Geschichten hören wir da jetzt heute. Ich sage nur viel Spaß beim Zusehen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Tamara Fellner Show. Wer mich schon ein bisschen besser kennt, der weiß, dass ich gern Themen anspreche, die auch eher tabuisiert werden. Und heute ganz besonders, mein Thema ist Transsexualität. Und ich habe hier zwei ganz besonders tolle Frauen, die offen darüber reden wollen. Und wir werden da wirklich einfach alles besprechen, oder? So, sehr dass gerne. Leute keine irgendwie sich Fragen mehr stellen, wir Mythen ausstreichen und auch Leute, die Vorurteile haben, dass wir die auch denen einfach nehmen, oder? Definitiv. Würde ich mal sagen. Also, liebe Tamara, erst einmal ein herzliches Dankeschön, gerne, dass du das Thema dich traust anzugreifen, weil es ist Aufklärung kann nie genug sein, genau, ja, finde ich. Auch im Jahr 2021. Ja. Also ich weiß das, weil ich schon seit den 90er Jahren unterwegs bin als Aktivistin und bemühe mich. Und dann irgendwie denkst du dann nach ein paar Sachen, wenn du mit Leuten redest, dass sie noch immer unaufgeklärt sind und dass die Leute noch immer nicht, man kann nie sichtbar genug sein und genug darüber informieren und die Leute halt aufklären. Ja. Deswegen ein herzliches Gerne. Hat sich da wirklich nichts verändert noch? Also, oder? Naja, jetzt sagen wir so, jetzt arbeitsmäßig, jobmäßig für Transgender-Personen, das auf jeden Fall. Also es ist schon leichter durch die Gesetze und Personenstandsänderungen kann man machen, ohne sich umoperieren lassen zu müssen. Also was politische Sachen betrifft, ist einiges vorangegangen. Aber halt so in der Gesellschaft ist es doch noch ziemlich verpönt. Sagen wir halt so, der österreichische Mensch, der toleriert das, ignoriert das, aber halt unsere Gäste, ich meine, ich komme ja selber teils vom Balkan, Kroatien, also ein Kind der Monarchie, sage ich immer, die tun sich mit denen halt ein bisschen schwerer und die tun halt durch das Temperament, tun das dann schon halt kundmachen, was sie sich denken und so, aber ich schaue mir diese Leute dann immer an und denke, das ist, was du jetzt ansprichst, der hat's so nötig. Diese Länder sind dann eher auch ein bisschen, auch Frauen gegenüber generell ein bisschen. Es ist kompliziert, also wieso soll er mich oder uns besser behandeln als eine biologische Frau? Genau. Und insofern behandelt er mich ja dann wie eine Frau. Beim Autofahren ist das ganz schön. Ja, das stellt er vor, du hast einen Gürtel, wenn ich fahre und kurz vor mir die Ampel und dann irgendein BMW-Fahrer hinter mir da drängt und so. Und dann treffen wir uns an der Kreuzung vorne, dann schaue ich, im Mann macht dann einfach nur so. Also. Das stimmt, das funktioniert. Ja. Und die Österreicher, meinst du, sind einfach, sie tolerieren es, aber ignorieren es. Also es ist jetzt nicht, worüber sie wollen sich nicht damit wirklich auseinandersetzen, aber sie... Ja, es ist eine andere Erziehung und die Mentalität ist anders. Also ich könnte zum Beispiel, mein Freund ist ein waschechter Steirer und ich könnte mit einem Mann vom Balkan nicht zusammenleben. Mhm. Das geht nicht. Also da würden die Funken über, das geht nicht. Ja. Also es funktioniert eine Zeit lang und dann nach ein paar Monaten, ja, keinen Minirock, schminkt ihn nicht so viel, keine Stärkenschuhe und bliblablu. Also das wollen wir alles nicht, ne? Das geht gar nicht. Es ist aber jetzt da eben Transgender, alles mögliche, homosexuell, es ist ja alles sehr jetzt in den Medien und mein Take an dem Ganzen ist es, dass es eher sehr jetzt trendy ist, dass man eben diese Communities unterstützt, was auch wirklich sehr gut ist, aber wie du sagst, auch irgendwie für mich ist es nur oberflächlich. Man setzt sich nicht wirklich damit auseinander. Oder liege ich da falsch? Oder? Da hast du schon recht. Ich finde, dass das alles sehr, sehr oberflächlich ist. Im Endeffekt, wie wir dann wirklich sind, das kriegen die Leute dann oft gar nicht mit, weil es wirklich nur sehr, sehr oberflächlich ist. Wie viele Schauspieler hast du denn irgendwie auf Netflix, was weiß ich, die eine Transsexuelle spielen, aber dann im wahren Leben eigentlich eine biologische Frau sind? Warum nimmt man da nicht wirklich Transsexuelle? Warum macht man das nicht authentisch? Also es wird behandelt, aber irgendwie nicht, man kriegt nicht wirklich mit, wie wir sind, denke ich. Das hat mich auch gestört. Gell? Mittlerweile gibt es da Produktionen, Also Pose,
Girls, mhm, nennt sich die Serie, und das sind hauptsächlich transsexuelle, transgender, mhm, Darstellerinnen, mhm, und auch schön mit weiblichen, ja, Stimmen synchronisiert, weil früher, wenn es eine transsexuelle Darstellerin war, war dann die Synchronstimme wie irgendein Hilfshakler von der Baustelle, das überhaupt nicht dazu gepasst hat und so. Und was ich noch erwähnen wollte, also weil du gesagt hast, Trend und modern, es ist kein Schnupfen oder keine Allergie, genau, die man sich holt, ja, 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 und die man wegbekommt. Ja, ja. Man wird so geboren, ja, man hat es in den Genen, ja, man kann es nicht wegzaubern, mit Tabletten wegheilen. Also mein Vater hat das probiert bei mir mit 16 Jahren, zum Psychiater dieses jenes, und der war damals so klug, der Mann, und hat ihm gesagt, hören Sie mal, Herr Jovanovic, tut mir leid, aber Sie gehörten eigentlich in Behandlung, aber... Ja. Wie ein Sohn ist das halt Veranlagung, das sind die Hormone, und da kann man nichts gegen tun. Also, und sollen die Heteros doch froh sein, dass es ein paar Leute wie uns gibt? Ich meine, es sind eh so viele Ressourcen auf der Welt, ich meine, die zu viel von denen, zu viel, wenig Trinkwasser, keine Nahrung, wir sind eh übervölkert, also, und wir sorgen ja für einen Ausgleich. Ne? Was soll's, seid doch froh, dass es uns gibt. Gott wird sich dabei was gedacht haben, und wir gleichen das alles schön aus. Ne? Nicht vergessen. Guter Punkt. Na, aber das mit dem Trend, habe ich gemeint, ja, natürlich ist das nicht irgendwie, wo man gerade mal aufwacht, und das ist gerade so, ja, heute mache ich das einmal, sondern es ist schon tiefer greifend. Aber für mich ist es... Es ist jetzt modern, schwul zu sein, schick zu sein. Ja. So. Aber wie gesagt, das sucht man sich ja nicht aus. Ja. Gut, wir in Wien haben ja das Glück, so leben zu dürfen, aber ich komme, wie gesagt, vom Balkan, Serbien, Kroatien. Da schaut die Geschichte schon anders aus. Ja. Ne? Also wie gesagt, also, oder Istanbul oder Persien. Ja. Wo dann vor allem, dass man ja auch die Geschichte dahinter halt kennt. Klar, wir schauen toll aus, wir wissen, uns zu präsentieren und so weiter. Alles ganz schön und toll, aber wie, was ist dahinter, der Weg dahin, was steckt in uns drin, was mussten wir durchleben, durchmachen, sehr viel Geld. Bis du dabei bist, bis du wirklich die Frau bist, die sich präsentieren kann, die schön ist, die gesehen wird, und so weiter, ja, das ist nicht so einfach. Ich habe der Tamara vorhin scherzhalber gesagt, wir sind die besseren Frauen, bitte nicht jetzt, das ist nicht böse gemeint, besser deswegen, weil wir uns viel mehr Mühe geben, weil eine biologische Frau, die wacht halt auf und so, und die ist so schön, schöne Haut haben, fällt alles, muss nicht viel machen. Genau. Bei uns Stuckatur, zupfen und rupfen und ziehen, drauf, runter. Dieser Weg dahin, bis man wirklich in den Spiegel schaut und sagt, okay, jetzt bin ich halbwegs da, wo ich sein will. Vor allem bei dir, meine Schöne. Ein Wahnsinn. Wie mein, ach, danke schön, danke. Schau dich an. Ja, aber auch. Dankeschön, aber allein die Jugend sieht sie also. Wenn ich überlege, 10 Jahre, 15 Jahre zurück, als kleiner Junge mit 11, 12 Jahren vom Spiegel geweint, weil ich mich selbst nicht anschauen wollte. Mhm. Und dann, ja, natürlich, den ganzen Weg habe ich jetzt hinter mir. Aber mal zurückzudenken, ich hätte damals nicht gedacht, dass ich heute diese schöne Frau sein werde, die ich jetzt bin. Ja. Und das meine ich, das vergessen die Leute, die sehen mich. Ja. Oh ja, geil, toll, super schön. Ja, aber was da eigentlich für ein Kampf dahinter steckt. Hast du auch diese Klischees erfüllt, mit Barbie-Puppen gespielt, so wie ich, und immer schon von der Mama die Sachen angezogen, von der Tante die Stöckelschuhe? Teilweise, teilweise. Also ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner Junge in Anführungsstrichen war, oft hat es geheißen, ihr habt ihr das schönes Mädel und eine schöne Tochter. Und mein Vater immer, nein, das ist mein Sohn, das ist ein Sohn. Und ja, also es war schon immer klar. Aber klar, die Familie will es dann oft nicht wahrhaben. Nicht wahrhaben. Das ist eine Phase, das geht vorüber. Geht vorbei. Sag ja, wir schon. Genau, das geht vorbei, ja. Ja. Man will dem Ganzen oft nicht ins Auge schauen. Stimmt. Das ist, finde ich, schon in der heutigen Gesellschaft besser, weil man Infos hat. Also ich zum Beispiel wusste damals selbst nicht, was ist mit mir, was stimmt mit mir nicht, in Anführungsstrichen, wie nennt man das, was kann man da machen, wie geht es jetzt weiter, das wusste ich nicht. Heutzutage kriegst du die Infos auf dem Silbertablett serviert, Gott sei Dank. YouTube, Instagram, du schaust einfach, ja, man weiß, was man machen kann, was man, ja, was es für Mittel gibt, das wusste ich damals nicht. Gut, das war bei mir noch schwierig. Ja, bei dir noch. Ich bin der 70er Jahre, sag ich, da hat es ja von den ganzen Social Medias noch überhaupt nichts gegeben, wir haben noch die Bravo gelesen. Und da war damals irgendeine Romy Haag, die hat mit dem David Bowie Filme gemacht und so. Oder die Amanda... Le Pont, nein, Amanda, wie hat die geheißen? Eine Disco-Sängerin war das. Und da hat man so gemunkelt, war das mal einer? Das war für mich total irgendwie das Ganze unbegreiflich. Ist, also ich hatte überhaupt keine Anhaltspunkte gehabt und so. Ja. Zum Glück hat mich meine Familie unterstützt und das immer irgendwie Gott sei Dank sympathisch mitgenommen. Und das ist sehr cool. Aber eher auch so nach dem Motto, ach, der Kleine, jetzt wird schon vorbei. Ja, so und so. Dann bin ich 18 geworden, ist mir immer nicht vorbeigegangen.
Jetzt bin ich mittlerweile zarte 51, werde 52 und es ist noch immer nicht weg. Ne? Der Schnupfen ist noch immer da, chronisch. Aber das muss wirklich schlimm sein. Also dieses, wenn man da so aufwächst, ja, und einfach nicht weiß, wo gehöre ich hin? Weil das ist ja wahrscheinlich gestern so die Frage. Gestern habe ich das gewusst, Tamara. Man tut sich selber irgendwie. Ich habe das immer gewusst. Du hast das gewusst? Ich habe mich immer wohl gefühlt und auch in der Schule nie Probleme gehabt. Ich war immer Schulsprecherin und war immer so die Leaderin und so. Das war, irgendwie war das nie irgendwie. Hast du dich schon als Kind auch dann? Ja. Ich war immer feminin, lange Haare gehabt, Locken gehabt. Ich habe Fotos mitgeschickt, also wo ich eben als Kleiner mit Vierjähriger mit so Lockern zu sehen bin. Und das war eigentlich nie, da habe ich nie irgendwie Schwierigkeiten. Hattest du das nicht in der, also bei mir war es in der Pubertät, was für mich recht hart. Klar, vorher feminine Züge und so weiter, dann kommst du in die Pubertät und merkst, wie sich der Körper vermännlicht. Und für mich war das wirklich wie so eine, ja, voranschreitende Krankheit. Ich habe gesehen, okay, jetzt kriege ich vielleicht ein paar Barthaare oder weiß nicht was. Und das war für mich so schrecklich schlimm. Weil ich einfach das natürlich nicht wollte. Ich wusste, okay, ich fühle mich als Frau, ich bin eine Frau. Ja. Warum? Ich will das nicht. Was kann ich dagegen unternehmen? Also das meine ich, das war für mich wirklich das Schlimme. Das war sehr, sehr schlimm zu sehen, okay, es geht in eine ganz falsche Richtung für mich und ich musste etwas unternehmen dagegen. Aber was kann ich machen? An wen kann ich mich wenden? Wer kann mir helfen? Das wusste ich zu dem Zeitpunkt damals nicht. Ja. Na gut, also bei mir war das so, dass ich immer ein bisschen geswitcht habe. Ich mag ja Mädels auch immer und schöne Frauen. Und hatte damals auch so meine ersten Techtelmechtels und Amuren, oder wie man sagt. Und ja, vielleicht war das dann halt auch irgendwie, dass ich die Frauen halt sehr gut verstanden habe, aber die Burschen halt auch. Also ich hatte halt immer gespostet mit der halben Burschenklasse und mit der halben Mädchenklasse. Jetzt halt so Doktorspielchen, nichts wirklich intimes Betting oder wie man das nennt. Und insofern war das halt nie irgendwie so. Und dann halt immer die Friseurlehre gemacht und da war das dann irgendwie klischee-mäßig. Ein bisschen, das auch, war das nie irgendwie, also mein Gott, also da hat das irgendwie gepasst, Make-up. Und habe mich dann angefangen zu engagieren, eben in der LGBT-Bewegung. Okay, und habe da ein paar Sachen eben auch gemacht. Das sieht man auch zum Beispiel Stonewall in Wien, 1996 bis 2009. Also Chronologie der lesbisch-schwul-transgender-Emanzipation, da komme ich halt vor. Über meine Lebensgeschichte, meinen Werdegang, was ich euch da jetzt halt alles erzählt habe. Genau. Das ist ein tolles Foto. Kennst du eigentlich, erkennt ihr den? Jetzt bin ich neugierig. Ich habe mir gerade gedacht, das ist der Zilk. Das ist der Herr Dr. Helmut Zilk. Ja. Das war auf dem Liveball in der Hofburg. Ein toller Mann. Das war 1999. Ja. Und dass er diese Gaudi mitgemacht hat, sich von der Dagi, von der ehrwürdigen Dagmar Koller die Perücke aufgesetzt hat, das musste er erst einmal mitmachen. Ja, auf jeden Fall, ja. Vergöttert habe ich ihm. Also das sind jetzt, wir können jetzt da froh darüber reden, gell? Also es ist ja alles, ihr seid da, wo ihr sein wollt, aber ich glaube, die Reise, auf die würde ich noch gern näher eingehen. Wir gehen nur ganz kurz in die Pause und sind gleich wieder da. Also ich habe heute eine sehr lustige Runde bei mir. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß hier im Studio. Und jetzt kann man auch getrost lachen, weil ihr seid da, wo ihr sein wollt. Ihr seid happy in eurem Körper. War eben nicht immer so. Und ich möchte schon noch mal ein bisschen mehr auf diese Geschichte eingehen, weil ich glaube, so kann man den Leuten, und du hast das vorher auch schon kurz besprochen, kann man den Leuten wirklich zeigen, was wirklich in euch vorgeht. Sicher. Das ist nicht einfach irgendwas, was man sich gerade ausdenkt, sondern das nimmt einen mit und schon als Kind auch. Meine Frage jetzt an euch, wann habt ihr es ihr wirklich gemerkt und oder könnt ihr euch an diesen Moment noch erinnern, wo es wirklich, okay, das ist es, das muss ich sein, das bin ich und wie habt ihr euch da wirklich gefühlt? Ich denke, bemerkt habe ich es bei mir ganz schleichend, weil im Endeffekt, was man vorweg sagen muss, keiner sucht sich das aus, wir werden so geboren, das ist einfach so, egal ob du schwul, transsexuell, heterosexuell bist, du kommst nur mal so auf die Welt. Das ist ganz wichtig, dass man das halt einfach weiß und du kommst auf die Welt, für dich ist das alles ganz normal, so wie du bist. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem dir die Gesellschaft halt in dich in eine gewisse Rolle zwängen will. Du bist ein Junge, du hast Autos zu mögen, du hast das toll zu finden, Fußball zu spielen und so weiter. Und dann merkt man erst, hey, okay, gut,
passt eigentlich gar nicht so zu mir, will ich nicht, bin ich nicht. Mhm. Und dann ist es oft so, erst wenn man in irgendeine Schublade gedrängt wird, dann merkt man, okay, hey, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Deswegen, also was heißt stimmt nicht? Mit uns stimmt schon alles, wir sind schon richtig so, aber da habe ich, genau, die Schublade passt. Da habe ich gemerkt, hier, okay, anscheinend bin ich dann doch ein Mädchen, mhm. Weil ich mich einfach nicht als Junge fühle. Ich will in diese Klischees nicht mhm. reinfallen, das ist nichts für mich, das ist nicht meine Welt. Ich bin ein Mädchen, ich will Kleider tragen, ich will mich schminken, mhm. ich will mit Puppen spielen. Und wann war das circa bei dir so? Das war bei mir schon so mit 11, 12 Jahren. 11, 12, okay. Vor der Pubertät ist es ja egal. Ein Junge kann mit Puppen spielen, ein Mädchen kann mit Autos spielen, was auch immer. Und da fängt es ja dann an in der Schule. Sport wird man getrennt, Jungs mit Jungs, Mädels mit Mädels, was ich auch überhaupt nicht gut finde. Ich finde es überhaupt nicht gut, dass man irgendwie heute noch Kindern vorschreibt, das ist für Jungs, das ist für Mädels, du hast das toll zu finden, du hast den Sport zu machen. Soll man die Kinder doch machen lassen, was sie wollen im Endeffekt? Ja. Wie kann man sich sonst entfalten? Wie kann man sonst herausfinden, wer bin ich, was will ich, ohne irgendwie wo reingedrängt zu werden? Das finde ich ganz schlimm. Das hat mich sehr traumatisiert in meiner Schulzeit. Das glaube ich. Ja. Also wirklich, was da sogenannte Pädagogen, Lehrer angerichtet haben. Mhm. Schrecklich. Also was ich in meiner Schulzeit durchgemacht habe, durch die Lehrer aber, nicht durch die Schüler. Ja. Also bei mir die Lehrer. Aber es hat dich auch gestärkt. Ja, schon. Aber wenn man überlegt, das sind ausgebildete Pädagogen, die eigentlich gar keine Ahnung im Endeffekt dann haben, wie sie mit einem Kind umgehen müssen, was vielleicht ein bisschen auffällig oder anders ist. Gell? Ja. Das finde ich schon sehr traurig. Ich denke, das ist mit der Zeit schon besser geworden, aber zum damaligen Zeitpunkt katastrophal. Ja. Und wie war es gegenüber deinen Eltern? Wie haben sich die wann hast du es ihnen zum ersten Mal gesagt, dass du wirklich nicht mehr... Mit 12, 13 habe ich es ihnen gesagt. Es hat lange gedauert. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Bayern. Man kennt sowas nicht, man spricht über sowas nicht. Die haben es natürlich immer geahnt, aber ja, so wahrhaben wollten sie es nicht. Okay. Sind aber dann doch nach einiger Zeit sehr gut mit klargekommen. Meine Mutter hat sich immer ein Mädchen gewünscht in der Schwangerschaft mit mir. Also im Endeffekt, ihr Traum geht in Erfüllung. Okay. Und ja, es braucht seine Zeit. Und die muss man gerade den Eltern auch lassen. Du kannst jetzt nicht erwarten vom einen Tag auf den anderen, okay, passt, perfekt, wir verstehen es, wir akzeptieren es. Man muss den Menschen schon noch Zeit geben. Mhm. So ein bisschen einfach, um sich dran zu gewöhnen. Hey, okay, gerade Eltern stellen sich ja dann auch Fragen. Was habe ich falsch gemacht? Was ist mit meinem Kind los? Bin ich schuld? Ist irgendwas passiert? Gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Genau, das war bei meinen Eltern damals so. Ja, was haben wir falsch gemacht? Das ist der erste. Bei meinen genauso, aber nichts haben sie falsch gemacht. Wir sind auf die Welt gekommen. Wir sind toll, so wie wir sind. Es ist kein Schnupfen, es ist keine Allergie. Genau. Man wird so geboren, man kommt so auf die Welt. Und bist du dann gleich... Also hast du dich dann wirklich gleich als Mädchen präsentiert dann oder so eher so? Es war schon vorher eigentlich so schleichend. Okay. Also ich habe mich schon vorhin recht feminin angezogen, geschminkt, immer so ein bisschen, dass es halt halbwegs akzeptabel auch für einen Jungen war. Weil man wollte ja nicht zu sehr auffallen. Genau. Und dann, wo sie es wussten, dann habe ich es natürlich total ausgelebt. Vielleicht auch etwas übertrieben, aber ist ja normal, wenn man nie das darf, was man wirklich möchte, dann übertreibt man erst einmal. Dann geht man mit High Heels in die Schule und schminkt sich. Übertrieben, klar, aber ist ja normal, wenn man lange Zeit sich nicht ausleben darf. Das haben damals viele Leute nicht verstanden, warum ich jetzt so mit Druck unbedingt auffallen möchte. Du hast da viel angestaut, das einfach dann explodiert raus. Genau, richtig. Dann habe ich angefangen zum Psychologen, Hormontherapie, habe damals auch überlegt, die geschlechtsangleichende Operation zu machen, das heißt unten halt. Habe ich aber dann doch nicht gemacht, weil ich wirklich für mich bemerkt habe, hier, okay, auch wenn du jetzt vielleicht... vom Geschlecht her keine Frau bist, du kannst trotzdem geliebt werden, akzeptiert werden, du kannst trotzdem eine Partnerschaft haben, du bist trotzdem eine Frau. Frau sein hat nichts mit einem Geschlechtsteil zu tun, sondern mit Herz, mit Seele, mit wie denke ich, wer bin ich? Und das definiert keinen Geschlechtsteil, meiner Meinung nach. Das stimmt, ja. Jetzt kommen wir zu dir. Wie war das bei dir als Kind? Wann hast du gewusst, dass... Also ich habe es eigentlich schon immer gewusst. So richtig zurückverfolgen. So der Aha-Moment. Vierten, fünften Lebensjahr. So? Ja. Also ich kann mich erinnern, mit 5, 6 Jahren, wir haben da in der Walfischgasse gewohnt und meine Tante, die hat beim Steffel gearbeitet und hat sich ein wunderschönes, langes Designerkleid gekauft. So Flower Power, damals war das modern. Ich habe das gesehen, ich war verliebt. Ich war alleine zu Hause. Meine Oma hatte so eine riesige Schneiderschere.
Ich ahne Schlimmes. Und haben wir draußen einen Mini gemacht. Oh, die Tante kommt dann nach Hause, großes Desaster. Und sie war so baff, dass ich so mutig war, dass es dann keine Zores gegeben hat und keine. Oh, das ist cool. Also, wie coole gesagt, sie hat mir dann eine Puppenküche sogar gekauft. Damals schon mit 5, 6 Jahren. Und das war immer in mir drinnen. Sie hat das schon immer gewusst, immer gefühlt. Ja. Wie gesagt, sämtliche Klischees erfüllt, mit Barbie-Puppen gespielt, Fußballcast. Habe mich nie in Schubladen reindrängen lassen. Mhm. Also, bis heute nicht. Und in der Schule eigentlich auch nie gemobbt worden deswegen. Mhm. Und also da habe ich halt ein bisschen Glück gehabt. Mhm. Und im Gegensatz zu vielen anderen, die halt eben sagen, dass sie im falschen Körper geboren sind. Mhm. Und vielleicht ist es bei mir das Glück, dass ich mich halt im richtigen Körper fühle. Mhm. So wie ich bin, mit allem drum und dran. Eigentlich ja, ist es so besser ist ausgedrückt. Ja, es ist eigentlich nicht im falschen, ich bin im richtigen Körper geboren. Also, und diese 2 Zentimeter, die mich von der Prinzessin trennen, seine Asche Ich wollte gerade sagen, gell? Insofern, size doesn't matter. Insofern, wie gesagt, wie die Kimberly schon erwähnt hat, ist es halt wichtig, dass man geliebt wird und dass es vor allem partnerschaftlich halt funktioniert, dass man wirklich den richtigen Partner findet, der mit einem durch dick und dünn geht. Und da habe ich auch ein Glück gehabt, sie mittlerweile auch. Ja, sehr schön. Und es gibt halt Männer, die das dritte Geschlecht, sage ich jetzt einmal, lieben. Also es ist kein Fetisch, es ist keine, es hat nichts mit Homosexualität zu tun. Es ist einfach eine andere Art der Liebe und wie gesagt, es funktioniert. Und es sind nicht wenige Männer, wenn man wirklich mal schaut. Na hallo? Jeden Mann, den ich wollte, den hatte ich, sagen wir es mal so. Mhm. Und du weißt ganz genau, wie die Blicke sind auf der Straße. Auch wenn sie es vielleicht auf den ersten Blick nicht wissen, aber viele Männer fühlen sich schon wirklich sehr angezogen. Das ist irgendetwas Interessantes, was Neues. Und auch ganz viele, die sagen, okay, das ist die Frau fürs Leben. Das habe ich ja gemeint. Genau. Mit dem, deswegen sind wir ja unter Anführungszeichen die besseren Frauen, weil wir uns halt mehr Mühe geben. Mehr Make-up, mehr von allem und diese Attitude. Und das ist halt aber doch ein bisschen auch dieses Männliche, was wir haben, dieses dieses Wissen, was einem Mann gefällt. Und das projizieren wir halt und das kommt dann halt eben zurück. Ja. Das ist ja das, weißt du, weil Frauen haben das ja sowieso, mein Gott, die muss mir keine Mühe geben. Ich versuche ihn halt anders zu erobern, aber bei Transgender-Personen ist es klar, ich spreche man muss für mich und wenig für dich, aber es gibt sehr viele andere Transfrauen, die sich wahrscheinlich in mir nicht wiedersehen. Die wollen keine, wie sagt meine Nachbarin, Lippen wie ein Pavian. Nein, das ist eine Jugend. Also, oder wie sagt sie meine Nägeln, Pornoschaufeln hat es gesagt. Leider, ich liebe sie, sie ist 82, die Rosi. Wir trinken Kaffee jeden Tag zusammen. Und, aber ich bin halt so, wie ich bin, wie ich mir halt vorstelle, wie mir eine Frau gefallen würde, so stelle ich mich halt da. Ich habe gern die Lorraine aus den 60ern, 50ern, die Gina Lolo, Brigitte, das sind diese Shellbombs, die Monroe, ein bisschen mit Kurven dass ein bisschen was dran ist, das ist halt mein Ideal. Und so präsentiere ich mich halt. Aber wie gesagt, es gibt sehr viele andere transsexuelle Frauen, die halt ganz anders sind und, und eher ungeschminkt durchs Leben gehen möchten, gar nicht auffallen. Und ja, deswegen entschuldige ich mich jetzt bei denen. Wie gesagt, ich bin auch politisch korrekt und es tut mir leid, ich möchte niemanden beleidigen und in eine Schublade stecken. Es betrifft nur mich in diesem Fall. Und ja. Klar, wir haben natürlich immer diesen Hintergedanken. Hey, ich muss mich irgendwie beweisen, in Anführungsstrichen, weil die Gesellschaft, klar, sie sieht dich nur als Frau, wenn du... Man kann niemandem recht machen. Genau, ich habe eine transsexuelle Psychotherapeutin mit den Hormonen mit der Freigabe und die hat behauptet, dass ich transphob bin, zum Beispiel. Okay. Ja, so interessant, okay. Ja. Aber auf das gehen wir jetzt dann sowieso an. Das wäre nämlich jetzt da dann meine nächsten Fragen so... Wie war der ganze Prozess jetzt da und was ist euch da bevorgestanden? Also, ist ja nicht so leicht. Ne? Ja. Wir gehen kurz in die Pause und sind gleich wieder da. Ich bin wieder zurück mit meinen lieben Gästen und wie schon angedeutet, meine nächste Frage ist jetzt, ihr wart Männer oder Burschen davor? Ich möchte meinen Mann auch immer nicht missen. Nein. Zumindest beim Autofahren. Bei meinem
einpacken. Nein, Klischee. Also. Aber ihr seht ja überhaupt nicht mehr wie Männer aus. Also nicht jetzt wie der Bilderbuchmann, wie man sich es halt vorstellt. Ich muss mir noch Mühe geben, sie ist Ihr seid beide. Was habt ihr machen lassen? Fangen wir mal mit dir an. Was hast du jetzt? Gut, was habe ich nicht machen lassen? Ist das kürzer, meinst du, die Liste? Glaube ich kürzer. Nein, also die Brüste habe ich mir machen lassen, viermal. Darf ich die viermal immer größer oder naja, hat das nicht gepasst? Dass ich ja flach war wie ein Brett, muss man ja vorbauen. Das ist ja wie bei einem Haus, man muss ja erst einmal ein Dings machen. Und den dann Vorbau bauen. Den ne? Vorbau bauen, wortwörtlich. Und ja, die letzten sind vom Dr. Worsig, also da bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Okay. Die Nase ist vom Dr. Knabel, Lippen vom Dr. Knabel und rundherum auch vom Dr. Knabel. Jörg? Okay. Du bist ein Zauberer, ich liebe dich. Oh. Also du hast die Nase machen lassen? Die Lippen? Die Nase, die Lippen aufbinden, dann auch die Nasenlabiolfalte und halt nur mit Hyaluron aufspritzen. Also noch nichts. Aber so Backen, so schöne Backenknochen? Nein, das sind die slawischen Backenknochen von Papa aus Kroatien, Serbien. Oh, gut, deswegen nennt man mich auch Miss Floridsdorf, 21. Grüß euch, Floridsdorf. Meine Nachbarin sagt immer, Sabrina, du bist so hübsch, du bist so hübsch. Dann ist mir irgendwie peinlich, sag ich, ja, ich bin die Miss Werndlgasse. Miss Werndlgasse. Und was hast du sonst noch machen lassen? Sonst eigentlich, also das haben wir schon gesagt, Penis hast du noch? Habe ich noch. Also, mein Schwanzerl bleibt. Der kommt nicht weg. Willst du auch nicht. Habe ich nicht vor, wie gesagt. Ich kenne, ich verstehe es auch, dass sehr viele transsexuelle, transgender Frauen sich im falschen Körper fühlen. Aber bei mir und ich glaube auch bei der Kimberly trifft das definitiv nicht zu. Also. Okay. Kimberly, ist über dir. Was hast du alle? Liste ist ein bisschen länger. Nase dreimal, Lippen sehr oft, Zähne, Wangen, Brüste dreimal. Ich habe mir den Haaransatz runtersetzen lassen. Ich habe mir die Stirn schleifen lassen, Augenbrauenknochen schleifen lassen, Stirnlift, Mittelgesichtslift, Facelift, Lidstraffung, Unterlidstraffung, Oberlidstraffung. Also im Gesicht wirklich alles, was man machen kann. Leben für die Schönheit. Hundertprozentig zufrieden bin ich noch nicht. Also es kommt noch ein bisschen was nahe. Was möchtest du gleich noch? Ich bin eine Perfektionistin. Leider ist halt nichts perfekt. Das heißt wirklich die Frau in dir. Es ist leider nichts perfekt, das weiß ich. Aber ich will es weiterhin versuchen. Einfach ja so Feinschliff noch ein bisschen. So Kleinigkeiten. Im Gesicht? Im Gesicht, ja. Nase noch ein bisschen kleiner. Okay. Brüste vielleicht noch ein bisschen. Aber nicht so in Richtung Michael Jackson. Nein, nein. Spannend. Nein, so eine kleine, schöne. Du hast eine schöne Nase. Ja, wunderschön. Wollen wir tauschen? Das geht, ja. Nein, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Klar, wenn man mal schaut, wo hat es angefangen, wo bin ich jetzt, dann kann ich dem lieben Gott mehr als dankbar sein und den tollen Ärzten, die ich hatte. Und ja. Ein langer Weg, kostspieliger Weg, anstrengend. Fotos von dir sehen als Bursche, hast du sowas noch? Oder hast du alle eliminiert? Nein, ich habe noch ein paar. Ich finde das auch im Nachhinein gar nicht mehr schlimm. Ja. Im Endeffekt, ich bin, wer ich bin. Warum soll ich irgendwie... Von dir? Genau, von uns? Genau. Warum soll ich da rumlügen und nein und dies? Ich bin, wer ich bin und ich bin toll. Ja, und ich bin toll, wie ich bin. Und ich glaube, das sind aber Menschen, die werden nie wirklich glücklich. Mhm. Weil man muss wirklich anfangen, sich zu lieben als die Person, die ich bin. Okay, dann bin ich halt im Körper eines Jungen geboren. Okay, aber das definiert mich doch nicht. Das definiert doch nicht meinen Wert. Das definiert doch nicht, wer ich jetzt bin. Und das sind dann aber genau die Leute, weil du eben Tamara vorhin angeschnitten hast, Transphobie und so. Mhm. Sehr oft kommt das ja aus der LGBT-Szene. Mhm. Ja. Selbst. Ja. Also das, die können am Trans. Also ich habe nie Schwierigkeiten mit heterosexuellen Leuten gehabt. Eher aus den eigenen. Transsexuelle Reihen, untereinander, um also Gottes Willen. Und ich sagte ja, die Therapeutin, die behauptet hat, dass ich transphob bin. Also ich habe dann nach der Begründung gefragt, sie konnte es mir bis heute nicht erklären. Oder mal in der schwulen Szene, wenn du unterwegs bist, was du wirst da angeschaut und so aufgedonnert, aufgeblust, da denkst du, naja, eigentlich sind wir alle in einem Boot. Ja, wir sollten zusammenhalten, Toleranz verlangen und Akzeptanz, aber selber intolerant sein und sind nicht traurig, alle so, vor allem die heutige Jugend, die neuen Generationen sind viel, schon viel, viel definitiv und viel, viel also empfänglicher für diese Sachen, aber wie gesagt, vor 10, 15 Jahren war das ja noch arg. Also ich war mal in einer schwulen Disco im O4 und der schwule Barkeeper, hab mich voll mit, da durfte er noch rauchen drin, hab mich voll mit so einem Schickstummel mitten so auf die Brüste, er hat mich nicht getroffen, bin ausgewichen, aber nur aufgrund dessen, dass ich halt so bin, wie ich bin. Und gut, die mögen ja dann Frauen auch nicht, wenn sie das ist Konkurrenz, könnte man ja. Definitiv, wir bekommen die besseren Männer ab. Nein, Futterneid.
Kosten, weil du gerade angesprochen hast. Darf ich danach fragen? Boah, ich weiß es gar nicht. Also ich denke, da bist du bestimmt bei 60.000, 70.000. Wahnsinn. Ja, Krankenkasse. Ich glaube, heutzutage zahlen die dir schon einige Sachen. Also meine Hormontherapie, die wird natürlich bezahlt. Okay. Mhm. Die geschlechtsangleichende OP, hätte ich sie machen wollen, wäre auch von der Kasse bezahlt worden. Aber klar, eine kleinere Nase ist jetzt nichts Lebensnotwendiges. Ja. Warum sollte das die Kasse auch zahlen? Gell, das ist kosmetisch. Ja. Es gibt auch Transsexuelle, die entscheiden sich gegen plastische Chirurgie. Okay, die nehmen dann Hormone, da hast du vielleicht dann eine größere Nase oder keine großen Silikonbrüste, aber das definiert dich ja nicht. Frau ist Frau, das hat nichts mit der Optik Brüste zu tun. Brüste machen dich nicht zur Frau und dein Penis macht dich nicht zum Mann. Genau, das ist ja unsere Entscheidung gewesen. Einfach mal sagen, okay, ich will diese Frau sein, die ich jetzt heute bin, ich möchte so aussehen, aber das ist kein Muss. Das ist kein Muss. Okay. Wie habt ihr überhaupt diesen Weg angefangen? Also wenn jetzt jemand hier draußen eigentlich auch diesen Wunsch hat und noch nie irgendwie den Mut gehabt hat oder nicht weiß, wo er hingehen muss, mal diese Journey anfangen. Ja. Was macht man? Also ich habe jetzt schon Hormontherapie gehört, muss man wahrscheinlich dann auch zum Psychologen gehen, weil ich kann wahrscheinlich nicht, oder kann ich als Mann einfach zum Plastikchirurgen gehen und sagen, ich möchte Brüste? Nein. Eben nicht, oder? Aber Brüste kann sich jeder machen lassen. Brüste schon, aber eben die Freigabe, dass das halt von der Krankenkasse bezahlt wird, dann muss man, glaube ich, 5 Jahre lang in Therapie gehen, Gesprächstherapie und Behandlungen und dann wird das dann halt irgendwie ausgewiesen oder bewilligt und dann erst... Und das habt ihr gemacht? Bei mir war es bisschen einfacher. Also ich habe hab mich dann mir einen Psychologen gesucht, der sich eben damit auskennt. Ja. Natürlich hat man so viele Ängste und Sorgen in sich, die müssen alle erst einmal raus. Ich denke, ganz wichtig ist, dass man erst einmal jemanden zum Reden hat, dass man sich selbst versteht, dass die Leute im Umfeld einen verstehen, dass man da wirklich erst einmal Unterstützung bekommt und weiß, hey, okay, ich kriege Unterstützung, ich werde geliebt, ich werde akzeptiert. Und dann ja die nächsten Schritte eben einen Psychologen suchen. Mhm. Da bekommst du dann, glaube ich, ein Gutachten, einen Zettel, was auch immer. Freigabe. Genau, dass du eben dann dir von einem Endokrinologen Hormone verschreiben lassen kannst. Da beginnst du mit der Hormontherapie. Und das ist ja schon einmal das Wichtigste. Okay. Da verweiblicht sich der ganze Körper, du stoppst die Pubertät. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste, sollte man so bald früh wie möglich machen. Und heutzutage ist die Jugend zum Glück so, und auch die Eltern aufgeklärt, dass die Kinder das schon mit 5, 6, 7, 8 Jahren wissen. Mama, ich bin anders. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört aus dem Freundeskreis, wo die Burschen gesagt haben, ich fühle mich als Mädel und so. Mhm. Wo die Eltern dann wirklich darauf eingehen und sie dann immer auf den Weg darauf vorbereiten und versuchen eben diese männlichen Züge dann rechtzeitig zu stoppen. Okay, also das sollte man schon vor der Pubertät machen. Das ist das Wichtigste, finde ich. Ja. Aber das ist schwer als Eltern. Ich finde vor allem auch, was ich bemerkt habe heutzutage, dass das sehr ins Trendige geht. Viele Homosexuelle fangen jetzt an, okay, sich zu schminken, sich Perücken aufzusetzen, weil es halt, oder generell, viele machen halt irgendetwas in diese Richtung, weil es trendy ist. Und ich glaube, gerade da musst du aufpassen, hey, ist das wirklich so? Wenn ich jetzt ein Kind habe, ist das vielleicht doch nur eine Phase? Findet das vielleicht cool, weil es irgendwie auf Instagram gesehen hat? Genau, oder ist es wirklich tief in meinem Kind drin, verankert? Ja. Das finde ich schon ganz wichtig. Also nur weil dein Kind jetzt irgendwie seit 2 Wochen mit Puppen spielt, brauchst du nicht direkt davon ausgehen, dass dein Kind transsexuell ist. Aber man muss schon... Aber ich glaube, Mütter spüren das. Also meine Mama hat das immer gefühlt. Ja, wahrscheinlich. Das spürst. Aber mir ist es aktuell aufgefallen, dass ganz viel, wenn du mal Instagram schaust, viele machen jetzt auf Drag, auf Transgender, einen Tag so, am anderen Tag dann wieder so, wo ich aber denke, okay, das hat Tamara am Anfang angesprochen. Das hat nichts mit Transsexualität zu tun. Das ist dann, Travestie oder was auch immer, aber man darf das nicht verwechseln. Wir sind keine Drag Queens, wir sind keine Showgirls. Wir machen das nicht irgendwie, um aufzufallen oder um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Zeiten sind vorbei, wo man einen Kasperl aus sich machen muss. Genau. Um das Leuten halt näher zu bringen. Ja. Man muss halt ein bisschen mit Humor arbeiten. Ja. Das ist wichtig, halt, dass das einfach Kasperl machen, ernst genommen wird. Das hat nichts just for fun. Ja. Aber da ist es eben dann schwierig bei Kindern. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich eher am besten, oder hättet ihr euch das selbst auch gewünscht, wie ihr schon eben jünger wart und diese Wünsche schon ein bisschen geäußert habt oder eben schon in die Richtung gelebt habt, dass ihr schon zum Psychologen gehen hättet können, einfach für euch selber schon. Also einfach, dass gewisse Sachen halt zurückgehen. Na, Hormone, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt da 4-5-jährigen Sohn hätte und der schon, weil er mit Puppen spielt oder so,
Ich persönlich würde jetzt wahrscheinlich zum Psychologen gehen und einfach einmal, wo geht die Reise hin? Aber mit Hormonen, glaube ich, würde ich noch sehr, sehr lange. Das wird der erste ab dem Teenager. Genau, da du fängst erst später an. Nicht mit 5 oder 6. Ja, ja, aber auch das Teenager. Äußert? Naja, Teenager heutzutage, wann ist das? 10? Ja. Fangen die schon an heutzutage? Relativ früh. Wäre man das schon auch ein bisschen noch, aber es ist schon eine Entscheidung. Aus dem Bekanntenkreis, was ich so mitbekommen habe, diese Kinder mit 7, 8, die wussten wirklich genau, also was ich so gehört habe, die hatten genaue Ziele, genaue Vorstellungen und das war kein Spleen. Und kein Modetrend, also direkt, wo ich fasziniert war von dem, in dem Alter war ich gar nicht so weit. Ich glaube, gerade dafür brauchst du dann eben vielleicht psychologische Begleitung, auch den Kindern zu helfen, sich selbst zu verstehen. Ja. Oft weiß man ja dann gar nicht, okay, was ist denn jetzt genau mit mir los? Warum, weshalb? Und das finde ich schon eine gute Sache, dass man sagt, okay, wenn man den Verdacht hat oder selbst einfach merkt, okay, mein Kind geht vielleicht in diese Richtung, sich Hilfe holen, einfach mal sagen, okay, wir schauen uns das an. Und ein Hetero-Bursch, ja, der wirklich hetero ist, der wird nie mit Puppen spielen oder sich als Frau ansehen, ob das jetzt Trend hin, Trend her. Also ich kenne keinen einzigen, der sich dann schminken tut. Aber weißt du, wie Kinder sind ja... Ja, aber das habe ich noch nie erlebt. Es gibt viele mittlerweile, wo ich es auch mitbekommen habe, die sind den Weg ja gegangen, komplett wie ich und sie, haben sich aber dann wieder umentschieden. Zurück, das habe ich ja auch gehört. Deswegen, und das ist natürlich auch eine Sache, wo man sich sagen muss, okay, vielleicht hätte man da im Vorfeld schon ein bisschen besser... Okay, nicht so schnell die Freigabe für gewisse... Ja. So, so blöd wie es klingt, das Ding, wenn einmal ab ist, ist es ab. Ja, das so. Und dann leidest du dein ganzes Leben, wenn diese Entscheidung nicht gut ist, leider so. Ja, ist wirklich stimmt. Okay. Deswegen, man muss sich das gut überlegen. Ja, auf jeden Fall. Und sich definitiv informieren und ja. Also Mädels, überlegt euch das. Es ist nicht leicht, eine Frau zu sein auf dieser Welt. Das stimmt auf jeden Fall. Nein, alles gut. Ja, wir gehen kurz in die Pause, sind gleich wieder da und werden dann einfach weiter noch über eure Journey reden und wie es dann noch weitergeht. Ne? Dankeschön. Okay, wir sind gleich wieder da. So, Zeit vergeht heute mal wieder wie im Flug. Habe noch so viele Fragen und es macht auch wirklich sehr viel Spaß, mit euch zu reden. Und ich lerne auch so viele Sachen, also sage ich mal danke auch dafür und sicher auch meine Zuschauer. Wir haben jetzt eben gesprochen, auch ihr müsst eben zum Psychologen gehen für lange Zeit, um eben das alles auch zu bekommen. Ist aber was Positives für euch, oder? Ja. Also wie die Kimberly schon erwähnt hat, also dass man da ja nicht den falschen Schritt dann macht und es bereut, wenn man schon was wenn man einen richtigen Psychologen auch gerät, auch ganz das wichtig. Natürlich ja gut, aber bei uns in Wien, in Österreich wird das sehr, sehr ordentlich gemacht und ernst genommen. Also insofern mache ich mir da keine Sorgen. Ja. Ich habe es da ein bisschen leichter gehabt, weil es bei mir offensichtlich war. Also ich musste da nicht diesen langen Weg gehen, also ich habe das relativ schnell bekommen und habe dann eigentlich nach ein, zwei Jahren schon alle Schritte gemacht. Es war halt überzeugend. Also ich war jetzt kein verkleideter Mann, der das irgendwie als Spleen oder als Fetisch gemacht hat, sondern es ist halt eine Lebenseinstellung. Und da war das Argument schlagkräftig und besiegelt. Ich kann mich erinnern, bei Bundeswehr, wie ich die Musterung hatte, ich musste die Musterung noch machen. Und ich stelle mir gerade sie jetzt, wie sie ist. Ja, pass mal auf, du. Und ich habe mir gedacht, Gott, wie kann ich das irgendwie, jetzt darf ich es ja sagen. Und ich habe mir von meiner besten Freundin ein wunderschönes Abendkleid ausgeborgt, eine Perücke ausgeborgt, einen BH, haben wir Socken reingestopft und bin so dann zum Amtsarzt gegangen. Ja. Und ich habe ihm so überzeugt, wenn der gesagt hätte, bitte, Herr Jovanovic, ziehen Sie sich aus, dass ich sie untersuchen kann, während die Socken rausgefallen. Ich hätte blöd reingeschaut. Nein, er hat gesagt, okay, passt. Sie müssen nicht und so. Und damit musste ich nicht zum Bundesjahr. Ne? Finde ich cool. Das war vor 30 Jahren. Ja. Insofern. Was mich jetzt noch auch interessiert, ist die Hormontherapie. Haben wir jetzt schon öfter angesprochen. Was passiert da genau? Und wie rasch? Also ich kann mich erinnern, das war in Form von Spritzen, also die hat man in den Hintern bekommen,
Brokino. Ja, irgendwie so hieß das, mit 15 damals. Es geht schon recht schnell. Du merkst natürlich, okay, die Brustwarzen werden größer, sie werden hart. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes wie die weibliche Pubertät. Also was jetzt Brustwachstum und so weiter betrifft. Natürlich Periode und so weiter, die bleibt bei uns aus. Aber der Rest, du merkst einfach, der Körper verweiblicht sich. Brüste fangen an zu wachsen, ganze Fettverteilung, der Haarwuchs wird weniger. Und natürlich, ihr kriegt die Fettverteilung auch so, wie wir haben? Nein, nicht ganz die Hüften. Aber es wird ein bisschen weiblich auf jeden Fall. Es hängt halt von der Veranlagung. Genau. Okay. Also, aber natürlich auch Stimmungsschwankungen, Depressionen, Aggressivität. Das ist klar, du nimmst dann ein Medikament ein, das kämpft gegen die Hormone an, die in deinem Körper drin sind. Ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Ist also keine lustige Sache. Also ich kann mir das vorstellen, Hormone, alles, was irgendwie mit Hormonen zu tun hat, ist nie. Ich kann mich erinnern. Ich habe nie Hormone genommen. Ich habe es zweimal probiert und ich habe mir gedacht, ich bin eh so narrisch. Also, wenn dann diese ganzen Nebenwirkungen, die du jetzt auch aufgezählt hast. Und du hast mir gedacht, nein, ich erspare mir. Da, wenn du mal reinschaust. Ich nicht genommen. Was du das heute nicht. Entschuldigung. Ja. Also, wenn du dir das anschaust, alleine die Liste der Nebenwirkungen, von irgendwelchen Tumoren bis Krebs, bis was auch immer. Ja, aber im Endeffekt gibt es halt dann nur den Weg. Gell? Nimmst du es noch? Ich nehme es immer noch, ja. Okay. Und geht es dir jetzt schon besser? Also, mir geht es gut, also man gewöhnt sich dran. Ich denke, ähnlich wie bei einer normalen Frau geht es natürlich auch mal einen Tag besser. Ja. Wenn ihr eure Periode, denke ich, habt, ist ja auch schwierig mit Stimmungsschwankungen und so weiter. Bei der einen mehr, bei der anderen weniger. Ich glaube, so, vielleicht kann man das mit uns vergleichen mental. Also Schau, Tamara, du kannst ja mit Hormonen jetzt keine Frau herstellen. Ja. Es geht ja nicht. Das muss ja, der Grundstein muss ja halbwegs feminin sein. Und mit dem kannst du dann arbeiten. Was dann die Hormone bewirken, ist halt individuell. Und bei mir war das halt so, dass ich Glück hatte, dass gewisse Merkmale weiblich waren. Und dann mit den Hormonen habe ich mir gedacht, okay, komme ich eh nicht weiter. Vor allem was die Brüste betrifft, die werden dann jetzt irgendwie relativ groß. Und dann muss man dann sowieso operieren lassen und Implantate einsetzen lassen und alles andere. Man wird halt nicht zur 100%igen Frau durch die Hormone. Ja. Das Gemüt wird halt anders. Ja. Und wie du gesagt hast, die Fettverteilung, die Haut wird schöner. Genau, das ist jetzt meine nächste Frage, nämlich, weil eure Haut ist ein Wahnsinn. Wo ist euer Bart? Wo ist das? Fällt das dann durch die Hormone ganz weg? Oder habt ich hatte nie einen. Ich habe halt relativ früh mit den Hormonen begonnen, eben bevor der Bartwuchs bei mir eingetreten ist. Okay. Und somit ist das ausgeblieben. Okay. Und ja, sonst gute Gesichtspflege, Retinol, Dr. Me. Und du? Ich war schon sehr rassig, dadurch, dass Südländer, dass ich Latin Lover mit Locken und so. Ich habe am Anfang gezupft, mit einer Pinzette, also es war echt, echt hart. Dann kam diese Laserepilation und da habe ich das dann wegepilieren lassen und zu 80% ist die Männlichkeit weggelasert worden. Also so. Sehr gut, aber auch deine Haut ist echt, also gut, habe ich, das sind viel Arbeit auch drin. Wasser und Nivea. Aber Gene halt, also väterlicherseits, also von der Mama auch. Also insofern. Und ich tue nicht irgendwie nicht jetzt pflegen oder so, also gerade abschminken. Manchmal gehe ich sogar mit Make-up. Oh ja, la. Ich kann gar nicht sagen. Nein, sehr nicht. Für die Poren. Okay. Aber wie gesagt, Veranlagung und ja. Ja. Und jetzt dann noch zurück, dann euer Everyday Life im echten Leben, berufsmäßig. Wo steht ihr da? Wie ist das? Naja, ich bin Erotikdarstellerin. Das heißt, ich mache Filme, Pornografie, ganz hart ausgedrückt. Ja. So im Alltag ganz normal. Ich renne auch mal im Jogginganzug zu Hause rum. Das wäre meine Frage. Ich habe einen Freund, der hat einen ganz normalen Job. Okay. Ich habe eine ganz normale Familie. Ja. Ich gehe gern spazieren, ich gehe gern feiern, ich gehe gern shoppen, wie jeder andere Mensch auch. Also ganz normal? Ganz normal eigentlich. Ganz normale Frau. Klar, beruflich vielleicht was Spezielles, aber im Endeffekt sind wir Menschen wie jeder andere. Gell? Wir haben gute Tage, schlechte Tage. Auf und ab. Genau. Ja. Aber es ist jetzt nicht, dass unser Leben sonderlich anders wäre. Denke ich jetzt? Für mich denke ich nicht, gell? Ich denke jetzt nicht. Oder wie siehst du? Schon, dass es ein bisschen prickelnder ist. Das ein bisschen aufregender. Aber eben durch dieses
gewisse Gen, das man halt noch von den Männlichen hat, dass man da halt doch ein bisschen exzentrischer ist, sage ich. Also was eine normale das, Freund, ja. Shoppingholic ist, sind wir halt, glaube ich, fünfmal so schlimm. Ja, und. Oder Zickenterror kann ja klar. sein. Also, okay. Ich sage das manchmal zu manchen Typen, sage ich, hast du, pass mal auf, ich bin ein Transsexuelle. Pass auf, ich kann zickiger sein als jede Frau, 10-mal so schlimm. Und vor allem, ich denke doch, dass so ein, ja, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ein kleiner männlicher Teil in uns noch drin ist, aber es, ich finde schon, dass man, also ich merke es ja selbst, dass ich mich teilweise schon anders verhalte, wie jetzt vielleicht eine biologische Frau. Es sind einfach Kleinigkeiten. Mhm. Klar, ich liebe es, mich zu präsentieren. Ich liebe die Blicke der Männer auf der Straße. Das sehen ja die Frauen wir auch, sind schon ein bisschen anders. Natürlich, wir haben diesen Jagdinstinkt auch vielleicht, ja. Was vielleicht mal ein bisschen männlich ist, von der Sexualität her auch. Mhm. Also auch ich schaue mal gerne einem schönen Mann hinterher. Ja. Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich ja glücklich vergeben, sehr aber vorher, nicht, dass er böse ist. ja, aber da merkt man schon, dass gewisse Verhaltensweisen sind halt anders. Mhm. Aber das ist ja nicht schlimm. Du kannst ja nicht alle über einen Kamm scheren. Genau. Auch Frauen ja. sind... Aber ich glaube, dass biologische Frauen auch so sind. Nur die Männer sind halt einfach diplomatischer und verstecken das besser. Das stimmt. Wir sind so offensichtlich, gell? Wenn ich halt einen schönen Mann in der Disco sehe, der kriegt halt einen Klaps am Popo. Genau. Eine Frau macht es anders, gell? Also, anders. Ja. Und jetzt auch dieser Altersunterschied, also dass viele ältere, reifere Frauen mit jüngeren Männern zusammen sind. Das war früher ein Tabuthema, heute ist das ganz umgeben. Zum Glück. Gott sei Dank. Gesellt ja jung. Und was würde ich machen später? Und sein. Stimmt, ich habe ja meinen Mensch. Eben. Wie ist bei dir Alltag? Wie schaut das aus? Ich bin gelernte Friseurin und mache das nebenbei halt immer noch. Mhm. Make-up-Artistin, wie man sieht, Stuckatur. Stuckatur. Mein eigenes Fahrzeugebild. Und ja, cool. Läuft ganz gut. Wie gesagt, ist ja klischee-mäßig Friseurin halt, ja. Make-up und so weiter. Klischee passt voll ist nicht dazu. Schlimm, also, ist nichts Schlimmes, das macht auch Spaß. Und ja, bin voll glücklich damit, genauso wie Sie. Also alltäglich shoppen gehen, mit Freunden zusammenhängen. Ich habe eine süße kleine Nichte, die Lara Sophie, die ist jetzt 12 Jahre alt. Und mein Augenstern, ich liebe sie. Ja. Also mit der shoppen zu gehen, ist, es gibt nichts Schöneres. Wir verbringen schön, in der Make-up-Abteilung 2 Stunden, können wir herumschauen und ja. Also. Sehr cool. Noch ganz kurz, ein bisschen Zeit haben wir noch. Was wünscht ihr euch für die Zukunft jetzt da? Wenn ihr jetzt da irgendwie eine Botschaft rausgeben könntet an normale Menschen, die euch auf der Straße begegnen, diese Vorurteile, die euch noch begegnen, was wünscht ihr euch? Ich würde einfach sagen, leben und leben lassen. Und solange ich jetzt niemanden persönlich angreife oder so, watch out. Also wie gesagt, wir sind die beste Erklärung dafür, wegen der Überbevölkerung auf dieser Erde. Seid doch froh, dass wir da sind. Es ist ein Ausgleicher natürlich, ja, und das ist es einfach ganz plump und einfach erklärt. Ja, ich denke auch im Endeffekt jeden so sein lassen, wie er möchte. Im Endeffekt, wir tun niemandem etwas. Wir wollen auch nur unseren Weg gehen, auch nur glücklich sein, uns selbst finden. Ja, einfach tolerieren, akzeptieren im Endeffekt. Und ja, einfach ein schönes Miteinander. Ich denke jetzt für alle Menschen, nicht jetzt nur für uns. Einfach den anderen so sein lassen, wie er ist. Akzeptieren, wenn man Unterstützung braucht oder unterstützen kann, soll man es machen. Aber einfach leben und leben lassen, gell? Damit, das ist die Botschaft dahinter. Denke ich auch. Ja. In unserem wunderschönen Wien geht es ja zum Glück. Wenn du jetzt ein bisschen über die Grenzen schaust, ist ja nicht so der Fall. Das stimmt. Da haben wir echtermaßen ein Glück. Also ich hätte das jetzt gar nicht schöner sagen können. Ich sage nochmal danke fürs Kommen, ihr zwei. Sehr gerne. Ihr seid wirklich super toll. Liebe Tamara. Und ich wünsche euch alles Liebe. Love you. Danke ebenfalls. Danke, danke. Und schöne Grüße an den Herrn Fellner. Oh. Ich habe ihn mal persönlich getroffen auf dem Live-Ball und gesagt, Herr Fellner, ich möchte unbedingt die Erste auf dem Titelblatt bringen. So, na, dann schauen wir mal, können wir vielleicht machen. Ich werde nochmal mit ihm reden. Ich halte Sie beim Wort. Ich werde es ihm sagen. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.